Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Uncharted The Lost Legacy. Nebenan haben wir den anderen Turm. Auf diesem Turm befinden wir uns schon. Nebenan ist dieser Turm, wo wir genau dasselbe tun müssen. Genau das müssen wir auf der anderen Seite auch machen. Dann haben wir, glaube ich, alles parat, um weiterzukommen. Nadine wartet schon unten. Landschaft ist korrekt. Tiergeräusche sind richtig animal gemacht worden. Gefällt mir. Ah, jetzt ist sie offen. Wer ist offen? Achso, die Tür. Alles klar. Und runter in die Rutschpartie. Das gefällt mir. Runter wie Tarzan. Nur wohin soll ich? Kann mir das einer sagen? Achso, dahin. Alles klar. Und mit Schwung nach links. Oh, oh. Nochmal nach hinten. Und ein bisschen nach vorne. Nur noch das beim Berg. Genau. Gibt jetzt mehr Sinn, dass Asaf den Stoßzahn sucht. Ich dachte, es ging ihm ums Geld, so wie uns. Er will damit die Leute auf seine Seite bringen. Ihn der Regierung. Genau wie all die Male zuvor. Das ist schon mal passiert? Oh ja. Seit der junge König gegen die Perser verlor. Jeder wollte ihn und dieses Land für sich beanspruchen. Und ich dachte, dass hier seine ganz normale Schatzsuche. Ist es auch. Sollen Männer wie Asaf darum kämpfen? Nicht unser Problem. Ich habe eine Zeit lang in Kriegen gekämpft. Stimmt. Aber für Geld? Meistens. Wie als du für Asaf gearbeitet hast? Auf jeden Fall ein Taschengeld. Nicht wirklich den Ärger wert. Autsch. Warum hast du es gemacht? Wollte mir einen Namen machen. Dachte, ich fange mit dem Schlimmsten an. Danach konnte es nur bergauf gehen. Jetzt kommt die nächste Frage, wo muss ich denn hin? Schön hier draußen. Zum ersten Mal in Indien? Ja. Dieser Job Indien, hat viele Vorteile. Aber man sieht was von der Welt. Wo warst du schon? Ah, wo war ich noch nicht? Was immer dir lieber ist. Naja, ich war noch nie in den Staaten. Echt jetzt? Die Sachen, nach denen ich suche, sind eher alt, oder? Die USA wurden erst vor ein paar hundert Jahren gegründet. Das stimmt. Was ist mit dir? Wo willst du mal hin? Island. Gute Wahl. Vorsicht. Sieht aus, als hätten wir Rebellen in der Nähe. Wir sind richtig. Alles klar. Rebellen, ich liebe euch. Und eine Kiste zum Knacken. Ein Schatz. Und ja. Die Waffe ist schick, aber ich möchte die nicht haben. Kein Schalldämpfer. So, Rebellen. Wo seid ihr denn? Moment mal. Da fällt mir was ein. Was ist das denn für eine Höhle, Mann? Geiler Scheiß. Ich und Chloe müssen eben mal unter die Dusche. Einen Moment. Wasserfall. Tatsache, es ist echt eine Höhle. Krass. Mit einem Schatz?
Normalerweise läuft man da nicht durch, normalerweise fährt man da durch, aber wir brauchten ja einen Schatz. Mein Instinkt hat so ein bisschen gedacht, könnte vielleicht sein. Musik ist passend. Gott sei Dank ist sie von Uncharted dieses Mal erlaubt von der GEMA, von YouTube. Leute, hat die noch alle? Hat diese noch alle? Wieso fährt die hier hoch? Hey, schau. Shivas Axt. Ja. Shiva. War der Gott Shiva. Der Zerstörung, stimmt's? Ja, aber wahrscheinlich nicht so, wie du denkst. Alles klar. Keine wörtliche Zerstörung? Genau, aber auf eine positivere Art. Wie den Stolz und schlechte Gewohnheiten abzulegen. Alte Anhängsel loszuwerden. Genau. Noch einmal mit Schmacks. Los geht's. Hey, ich kümmere mich um das. Okay. Ja, dann leg mal los. Gib Gas. Kann der wohl fahren. Da, Rückwärtsgang. Gern geschehen. Ja, da mal rein. Oh, Salah gegen den Tiger. Klingt nicht nach einem fairen Kampf. Salah hat gewonnen. Er hat seinen Guru beschützt und das Tier mit einem Schlag getötet. Wenn die Häuser Salat etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Nein, 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 nein! Fraser, bist du okay? Ja, komm rein. Das Wasser ist sauber. Ich meine, ich trinke. Hier ist Ihre Kletterausrüstung. Die werden uns noch nützlich sein. Ich korrigiere. Unsere Kletterausrüstung. Oh Gott, das geht ganz schön aufs Handgelenk. Da muss ich sagen, der Drake hat sich nicht so angestellt. Na gut, er ist auch ein Kerl. Das gibt einen Kletterspaß. Oi! Oh fuck. Toll. Du springst noch hinterher, alles klar. Du bist auch nicht mehr ganz dicht. Wie geht's denn da lang? Oh. Go.
Loch ist kein Platz für Luft. Es gibt hier bestimmt jemanden, den Stiefel zu Boden. Ich bin aber kleiner als die meisten. Tun wir hier. Das ist ein Problem, Leute. Das wird nicht gerade einfach. Bleib mal entspannt! Mann! Scheiß gerne. Oh Mann. Du siehst hier nichts, Mann. Mein Gott. Wo muss ich hin? Überall sind diese Bissnelken. Keine Ahnung, Mann. Wenn du weiter so machst, dann würde ich sagen, let's go, lasst uns die Idioten mal ebenso abknallen. Hier drüben hat einen erwischt. Komm raus, komm raus. Volltreffer! Oh, alles klar. Alles klar. Bam, chicka, bam, bam. Schluck das mal. Bist du okay? Etwas taub, aber mir geht's gut. Gut. Weiter geht's. Oh je. Was zum Teufel ist das? Okay, mal sehen, was passiert. Die Statue bewegt sich. Sehen wir mal, wie das funktioniert. Ich glaub's ja. Das ist raffiniert. Leute, wünscht mir Glück. Ich muss ja so schnell wie möglich da drüber springen und dann bam, 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 tick, 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 tick und durch die Tür. Das wird nicht einfach. Oh Mist, die Statue bewegt sich wieder. Oh, von einer Axt verdroschen zu werden, tut etwas weh. Glaube ich. Alles okay? Na, das war ein Klacks. Die Tür da drüben ist jetzt zu. Na toll. Learning by doing heißt es doch so schön. Ich sehe lieber der Meisterin zu. Schmeicheleien funktionieren immer. Und der Axt entgehe ich auch über. Also ich würde sagen, Leute, Nadine stellt sich hier hin, während wir dabei etwas unternehmen. Wie wäre das?
Scheiße. Mann! Okay, Leute. Das ist so ein kleines Rätsel. Die richtigen Reihenfolgen, die machen das ganze Spiel aus. Würde ich jetzt sagen. Zieht euch das rein. Er hat jetzt den Stern. Das heißt, bei jeder Bewegung, bei der dritten Bewegung, müsste er nicht zuschlagen. Wir gucken uns das mal an. Ja. Eins, zwei, drei. Würde er nochmal schlagen. Eins, zwei, drei. Zurück. Eins. Zwei. Drei. Ich glaube, das hast du letztes Mal schon gemacht. Ach, ja, ich weiß. Was soll ich denn sonst machen? Ich habe keine Ahnung, Mann. Was soll ich unternehmen? Das war knapp. Komm hier rüber. Ich komme. Vorsicht mit der Axt. Habe ich dich erwischt? Nein. Nein? Vielleicht. Oh, verdammt nochmal. Drei Statuen. No Filter. Jetzt mit zwei verschiedenen Hashtag No Filter. Ein Stern? Und Ringe. Das sind alles Häuserler Sonnensymbole. Aber deine Beschreibung finde ich besser. Kennt ihr es, Leute? Wie heißt das Spiel nochmal? Schach? Nein, nein, nein. Schach könnte ähnlich sein, ja. Drei Figuren, die auf einen schlagen möchten. Und wir müssen die Reihenfolge richtig machen. Beginnen wir nach rechts zu gehen. Ganz schön knapp. Okay. Gut, geschafft. Komm hier rüber. Gut, bin direkt hinter dir. Ah, war klar, dass noch was kommt. Woher wusstest du das? Aller guten Dinge sind frei. Und dieses Mal fünf Typen, die mir den Kopf einschlagen möchten. Fünf Samurai-Typen. Und jetzt beim ersten Schlag schon. Das wird übel. Aber ich würde sagen, um das Ganze auf die Folter zu spannen, Leute, sehen wir uns im nächsten Part. Danke hierhin. Bis zum Zugucken. An dieser Stelle beim nächsten Part geht's hier weiter. Bis zum nächsten Mal. Hat's dir gefallen? Drück ein Däumchen nach oben und hau rein. In diesem Sinne. Ciao, ciao.